So, kurzes Feedback hier vom Nordmeer, von einer Stelle, die gestern Abend oder gestern Nacht noch geteilt wurde. Und zwar von Lilly Lucky, der hat da ordentlich rausgezogen. Und ich hatte mir das heute nochmal angeschaut, was er da gepostet hat. Und zwar geht da einiges mit den großen Gummifischen hier am Nordmeer. Genau, also rausgebreddert jetzt hier schon die zweite Runde, die ich jetzt teste. Und zwar teste ich je nach Wetter auch ein bisschen verschiedene von diesen Gummifischen, von den großen. Und hier hoffe ich jetzt gerade so ein bisschen auch mehr noch in Richtung Blauling. Vorhin schon meinen größten Blauling gefangen mit über 24 Kilo. Gucken wir gleich natürlich nochmal mit rein. Und gerade eben nochmal wieder einer reingegangen mit 16 Kilo. Also durchaus eine Möglichkeit, dass eben auch hier Leng, Blauling und Co. gut reingehen. Von der Frequenz her geht es so. Also da kriegt man deutlich eine deutlich höhere Frequenz hin mit anderen Montagen. Ich war auch gerade schon unterwegs mit Naturködern. Also auch das schon vorhin probiert. Hoppa. Jo. Kabeljau passt auch. Gucken wir mal gerade rein. Der Blauling, wo ist er? Da ist er doch, der Blauling. Genau, Nordmeer hier, Fisk M25 617. Das war bisher mein größter Blauling, genau hier an der Stelle. Also, das ist natürlich auch der absolute Oberhammer. Das Teil als Trophy wäre nicht so verkehrt. Und jetzt gerade eben auch schon hier im Kescher einer mit 16 Kilo. Nochmal ein kleiner mit 8 Kilo. Also sie sind wohl da. Es funktioniert. Und das jetzt hier eben gerade an dieser Stelle, an dieser kleinen Zwischenpassage, die ja immer mal wieder ganz interessant ist. Und dann häufig halt so hier in dieser Area klappte das ganz gut. Man treibt auch immer mal wieder irgendwie hier hoch an diese Kanten oder sowas. Dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass man da den Köder auch richtig schön unten auf Grund kriegt. Also wir wollen ihn runterwerfen bis auf Grund und dann in Grundnähe so ein bisschen, ja, ich sag mal knapp über den Grund dann ins Jiggen kommen. Also ich lasse es nochmal eben absinken und dann gucken wir gleich mal weiter. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich schon ganz zufrieden. Auch wie gesagt, mit anderen Montagearten hat das hier ganz gut funktioniert. Seehase aus der Tiefe rausgezogen, also so ein paar seltene Brocken, das hatte ich vorhin alles schon verkauft. Jetzt gerade teste ich eben hier diese Köder in verschiedenen Farben bei verschiedenen Wetterbedingungen, ob das irgendwie was bringt. Also eine Möglichkeit, das hatten wir jetzt auch zuletzt noch aus der Community gehört, immer mal wieder, ich sag mal so alle 10 Fische, alle 5 Fische den Köder wechseln. Immer mal wieder andere Farben testen. Ich meine, das Wetter hier ändert sich auch am Nordmeer ständig. Wir hatten gerade eben noch bewölkt, jetzt kommt auf einmal wieder Sonnenschein. Zack, Bewegung in Grundnähe. Und ja, deswegen dementsprechend rumprobieren, testen, testen, testen. Gleich hau ich auch nochmal wieder den Rot-Weißen raus. Also das weiter wieder rumprobieren. Ob da nicht doch nochmal ein etwas größerer von den Blaulängs reingeht. Ist natürlich ein seltener Fisch. Wenn der überhaupt reingeht, bin ich schon super zufrieden. Und wenn er dann in auch noch so richtig großen Größen reingeht, macht das Ganze natürlich auch nochmal richtig Spaß. Rabams! Und da geht es auch schon wieder rein. Das hat jetzt gar nicht lange gedauert. Zap, zap, zap. Das ist jetzt gerade nicht ganz so riesig groß, aber ich bin auch einfach gespannt, was da alles reingeht. Hier können ja durchaus auch noch deutlich seltenere Kandidaten beißen. Von der Frequenz her war das jetzt bisher mit diesem Köder auch gar nicht so schlecht. Ich hatte auch den blauen schon getestet. Der nächste Lump, ja, ist klar. Der blaue war dann vielleicht nicht ganz so attraktiv. Ich gehe jetzt nochmal hier auf den weiß-roten. Wie gesagt, sonst den blauen getestet. Den roten müsste ich eigentlich auch nochmal wieder testen. Hatte ich auch schon länger jetzt nicht. Also nehmen wir den mal wieder dran und probieren unser Glück erneut. Vielleicht geht ja doch nochmal der Blauling in noch größer rein. Zack, und da geht er tatsächlich wieder rein. Ich wollte gerade noch sagen, genau dieses Pilken mache ich immer. Also gerade, dass man Pilken hat und dass das
Bewegung in Grundnähe verschwindet und sobald er wieder runterfällt, hat man Bewegung in Grundnähe und dann pilkt man wieder, dann hat man nur das Pilken stehen und das Bewegung in Grundnähe ist weg und dann fällt er wieder runter der Köder und dann steht da wieder Bewegung in Grundnähe. Also ein Zwischending zwischen dem Hopsen, Bewegung in Grundnähe und dem einfachen Pilken. So pendel ich das gerade ein und es scheint ganz gut auch zu funktionieren. So, dann schauen wir mal, was jetzt hier noch rauskommt. Na, ging relativ easy hoch. Ja, der nächste einfache Kabel. Ja, mit 22 Kilo direkt wieder raus. Ich denke mal, die letzte Stunde werde ich es dann nochmal mit der Endbleimontage hier probieren. Endbleimontage vielleicht sogar auch nur mit so 4-0er Haken und dann weiter hier probieren. Einmal mit Seeringelwurm und mit dem Wattwurm. Einfach mal hier wieder in diese Area eben reinhalten. Ja, ihr seht, ich bin schon wieder hier ganz nah an der Kante. Aber es funktioniert auch eben hier in diesem Bereich, ne? Wenn man das hier einfach so runterlässt in der Area. Also hier gibt es so viele verschiedene Gewässerkanten. Da findet man immer mal wieder einen Bereich, wo man dann eben auch irgendwelche Spots trifft oder auf Spots trifft, die dann wirklich gut funktionieren. Die Frage ist tatsächlich im Moment für mich am ehesten, welcher Köder triggert wie? Ist das tatsächlich auch heftig wetterabhängig, temperaturabhängig? Das gilt es jetzt natürlich noch ein bisschen rauszukriegen, ein bisschen rumzutesten. Wenn du eine Erfahrung schon hast, gerne teilen, einfach mit unten in die Kommentare reinschreiben. Oder ist es einfach komplett lucky oder vielleicht insgesamt so ein bisschen, ja, ich sag mal, Vorlieben abhängig? Haben die vielleicht gerade jetzt diese Vorliebe auf den weiß-roten? Zack, da haben wir schon bis sofort, sehr schön. Also, das ist natürlich jetzt die große Frage. Den ziehen wir gleich hier wieder locker rauf. Aber das wird ein bisschen dauern. Von daher gucken wir gleich mal, was denn hier jetzt reingegangen ist. So, und der nächste Kandidat. Na, schau mal an, Alter. Einen Seeteufel auch noch dabei. Das ist natürlich nicht verkehrt. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Also, schönes Teil, seltenes Teil. Und direkt wieder raus hier in den Abendstunden. Vielleicht geht da ja noch einiges mehr. Ja, ich bin gespannt, was da geht. Teste doch auch mal gerne, wie gesagt, Feedback unten in die Kommentare reinschreiben, was bei dir hier gegangen ist. Ich bin super gespannt. Danke nochmal an Lilly Lucky fürs Teilen des Spots. Klappt gerade tatsächlich wirklich gut hier mit den großen Gummifischen. Nachdem ich Anfang der Woche hier schon viel auch an diesen großen, an den tiefen Löchern rumprobiert habe. Zuletzt im Stream auch hier nochmal 133er, 120er. Also das hier kann man tatsächlich gut machen, wenn man auf die seltenen aus ist. Und vor allem eben mit verschiedensten Ködern. Und dann, wie gesagt, auch nochmal mit diesen Naturködern testen. Das hat vorhin auch schon gut geklappt. Da geht bestimmt auch noch einiges mehr. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Täglich 19 Uhr bis auf Samstags. Und dann rein hier ins Nordmeer angeln. Aber natürlich auch Süßwasser. Ja, wir sind auch regelmäßig am Süßwasser unterwegs. Nordmeer nur so ein bisschen, ja, zur Abwechslung. Petri Lümmels, bis zum nächsten Mal.